Hi Leute, willkommen zum nächsten Teil. Es war extrem spannend das letzte Mal und es ist immer noch extrem spannend. Also es sind wieder... Die ganze Sippe ist wieder hinter uns her. Leider weiß ich nicht, warum das letzte Mal die hinter uns her waren, beziehungsweise welche da hinter uns her waren. Vielleicht haben wir uns einfach nicht gut verhalten, weiß ich nicht. Aber diesmal dürfte der Weg frei sein. 3 Zombies haben wir schon gekillt. Ein Headshot haben wir gegeben, das war unser erster. Verdammte Touristen. Okay. Solange jetzt nicht wieder das ganze Dorf hinter uns her ist, war das kein schlechter Schuss. So, dann werden wir mal mit dem Teil interagieren. Okay, eine Pasta. Passt mir auch gerade recht gut, denn dann kann ich die essen. Und mein Essen wird gefüllt. Dazu fällt mir auch gerade nämlich ein, dass ich ganz vergessen habe, die anderen Dinge auszunehmen. Und insofern das jetzt nicht zu viel Arbeit bedeutet, werde ich jetzt gerade nochmal kurz abchecken, ob die hier noch rumgammeln. Denn wenn ja, wäre das gar nicht mal so übel. Waren die Teile denn noch weiter nördlich? Also nach oben. Das bedeutet scheinbar zu viel Arbeit. Auch gut. Okay. Dann ist nicht so dringend. Haben eben eh nur so Gammelzeug bei sich. Oder eben dann so eine Jan, so eine Pasta eben. Oder manchmal auch eine Pepsi. Coca-Cola haben sie auch manchmal. Also machen schön Werbung hier. So, der war jetzt, der hatte sich erledigt, dann rannte hier unten noch einer rum. Aber den hat's scheinbar davon gejagt. Ich finde auch, es ist Zeit, dass die Dinger mal ein bisschen Angst kriegen. Haben wir schon. Blöd. Sag mal. Hatte der uns jetzt oder nicht? Bin ich mir jetzt gerade ein bisschen unsicher. Na egal, er hatte uns scheinbar irgendwie nicht wirklich oder so. Was in der Richtung. So, machen wir mal hier weiter. Unsere Lee Enfield. Die reloade ich mal. Jetzt haben wir nämlich wieder, wie viel Schuss? 10, sehr gut. Dazu muss ich jetzt aber auch mal kurz schauen. Also wir haben definitiv noch lange genug Magazin. Da machen wir uns ja keine Sorgen. Ich muss sagen, dass ich jetzt eben davor die Runde nicht sonderlich gut geschossen habe. Da habe ich, glaube ich, 5-mal geschossen und habe Läpsche. Oh, du Kacke. Wie kommen wir denn jetzt da hinten rein? Da hätte ich außen rumgehen müssen. Definitiv. Das geht nicht. Das geht absolut nicht. Also, so mutig ich auch vielleicht eben gewesen bin, dass ich da einfach so mal drauf losgeschossen habe. Das könnt ihr nicht von mir verlangen, dass ich da reinrenne und da 4, 5 Kopfschüsse nacheinander verteile. Dazu bin ich einfach noch zu schlecht, zu unerfahren. Ich check die Dinger nicht. Ich check die einfach nicht. Von vorne bis hinten check ich die nicht. Der hat mich doch jetzt, oder? Der hatte mich. Der könnt ihr mir nichts erzählen, der hat mich erwischt. Ist mir jetzt auch wurscht, egal, ob oder auch nicht. Den werde ich auf jeden Fall zeigen, wer hier der Boss ist. Der Boss ist mega, weil er uns erzählen. Ah. Fuck, Alter.
Der hat mir das einfach oben rechts nicht berechnet, fürchte ich. Das jetzt irgendwie schon. Ah ja, da ist es auch bei den anderen angekommen. Gut, also haben jetzt 2 Kopfschüsse und 6 Tote. Ach, da hinten kommen wieder welche. Dann schnappe ich mir einfach mal kurz die Bandage und hau mal kurz nach oben ab. Richtung Norden, wie immer. Denn da kommen mir jetzt gerade ein bisschen viele aus dem Dorf. Ah, wurscht. Also die Hauptsache ist jetzt gerade im Prinzip, dass ich genug Zeit finde, die einzeln abzuknallen. Und ich nicht gezwungenermaßen da jetzt 8, 9 Dinger vor mir rumstehen habe. Wenn überhaupt ein, ne? Also wie es aussieht, haben mich die Dinger gar nicht gekriegt. Und das ist prima. Denn jetzt habe ich da, glaube ich, auch wirklich... Okay, da vorne kommt auf jeden Fall einer. Habe ich scheinbar auf jeden Fall einen Teil des Dorfes da hier nach oben gelockt, auf dem Berg. Das heißt, da kann man sich jetzt prima mal nähern. Und die Frage ist, ob ich den da jetzt noch abkillen, also killen soll, abschießen. Halt die Schnauze, ganz ehrlich. Jeglicher Respekt, den ich dir bieten sollte. Aber du bist doch nur hässlich und krüppelig, du Chimp-Zombie. Chimpansen-Zombie. So. Sind wir jetzt mal hier unten angekommen? Ja. Sieht so aus. Gefährlich, gefährlich, gefährlich. Da unten ist direkt wieder einer. Also die Dinger spawnen wie die... wie die Karnickel. Spawnen. Naja. So, jetzt will ich das Dorf aber mal plündern. Jetzt haben wir schon so viele Parts damit verschwendet, hier außen rumzustehen. Ich glaube, wir haben jetzt fast 2 Teile, wo ich nur da oben auf dem Berg rumhoppel. Okay, das ist auf jeden Fall die Bande, die mich eben erwischen wollte. Und wie man sieht, ist das auch ein ordentlicher Batzen da. Naja. Wer mich, kriegt, der hat mich schon. Nee. Also, hoffentlich nicht. Ach, egal. Irgendwie sowas, dass sie mich nicht kriegen, auf jeden Fall. So, also blutmäßig ist alles so, ja, im Mittelpunkt, ja. Es geht noch, auf jeden Fall, ist noch akzeptabel. Ich dürfte auch keine großen Nachteile haben, bisher von dem kleineren Blutstand. Du kleine, hässliche Drecksau. Ja, musste natürlich da im Garten rumstehen, wo ich mich rumschleichen wollte. Wenn ich den dann abschieße, ja, dann natürlich ist dann direkt das ganze Dorf wieder hinter uns her. Der kann mich doch mal. Ach, Mistteil. Voll Risiko? Setzen wir den vollen Risiko-Joker? Oder nicht? Sind wir nicht so riskant? Mal gucken, ob das noch aktuell gesetzt wird oder nicht. Aha, 7:3. Also Leute, der Schuss ist unten in der Beschreibung. Nee, Spaß. Das ist natürlich kein schlechter Schuss. Das muss man mir jetzt mal lassen, an dieser Stelle wenigstens lassen. Denn durch diesen Schuss haben wir jetzt natürlich die Möglichkeit, dass wir da, dass wir uns jetzt hier runterrobben können und dann ins Haus gehen können. Das könnten wir natürlich ohne nicht. Also an der Stelle eigentlich gar nicht mal so schlecht. Keine Sorge, ich unterbreche nicht. An der Stelle sage ich ja immer, wenn ich unterbreche. Aber diesmal nicht. Weil ich gerade etwas stolz auf meinen Schuss bin. So. Ich bin gerade in der Perspektive, weil ich so gut in der Perspektive spielen kann. Das kann ich anders leider nicht so gut.
Ach, ich sehe es kommen. Die sind gleich am Ende wieder alle hinter mir her. Das sind zu viele. Die jagen mich, die hassen mich doch jetzt schon. Das sieht man. Das sieht man. Es sind zu viele, die mich hassen da. Das ist ja ein, Wahnsinn. Wie wird man die wieder los, wenn die am Ende her sind? Das fragt mich bitte mal. Oder fragt mich bitte nicht. So. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja. Oh Gott, ich kotze gleich. Da gehe ich nicht hin. Da gehe ich nicht freiwillig hin. Nicht ich. Das ist doch der ranzige Selbstmordattentat. Dingsbums. Hab mich doch nicht schon wieder, oder? Wäre reine Verarschung. Nee, Leute. Beim besten Willen, da gehe ich lieber da hinten in das Ding. Aber da sind jetzt gerade echt mega viele. Boah, Wahnsinn. Wahnsinn. Das ist ja irre. Also hier hält es sich so ein bisschen in Grenzen. Ein bisschen hält es sich hier in Grenzen. Obwohl ich auch sagen muss, dass ich das nicht gedacht hätte, dass da so Monster viele... Jetzt kommen die auch alle mit, ist ja klar. Nee, also haben mich ja nicht gesehen, aber kommen trotzdem hier an der Stelle so weit mit mir mit, dass sie mich gleich am Ende schön alle jagen können. Und zwar auch die ganze Familie wieder schön. Oh, was ist denn da hinten? So ein Räumchen oder was ist das da? Das ist nur der Zaun zu Ende. Also hier kommt man auf jeden Fall für gewöhnlich rein. Aber das ist mir an der Stelle hier sehr riskant, deswegen gehe ich erstmal kurz nochmal, flüchte ich mich ein bisschen nach hier oben und beende das Let's Play an der Stelle. Da ist das Zaun? Nee, das ist einfach nur Fläche, okay. Oh, Leute, ciao, dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bleibt auf jeden Fall dran und keine Sorge, ich werde mich versuchen zu halten. 7:3 ist meine Quote bisher. Ist doch eigentlich schon was, oder? Ciao, Leute!